Heyo! Und damit willkommen zu Dark Souls 3. Wir haben das jetzt mal nicht gefunden. Kläglich gescheitert. Versuchen wir es einfach nochmal. Kommen wir mit Backstep. Alle diesen Schuss. Ja! Kann man auch zweimal machen. Den hab ich gehört. So, der ist down. Der da hinten noch nicht könnte probieren, dass wir hier noch gehen. Ich sterbe. Wir werden wieder frei sein. Ich werde sterben. Das habe ich schon gesehen, das überspringe ich mal. Also, Stille. Das sieht doch schon viel besser aus. Das würde mich verkacken. Geht doch. Okay, das war knapper, als es sein sollte. Das war übrigens einer der Fürsten, den wir besiegen sollen. Wie ist das noch zurück? Wir haben 37.000 Seelen, das sind 3 Level. Die wollen wir natürlich haben. Ja, es war echt nochmal viel zu knapp für mich, wie ich mein Empfinden. Und irgendeine Asche. Ah, well, how? Scheinbar Asche. Ashen One, what woeful umbral at this barren dust? Where didst thou happen? As the ashen of little time for Jacob? No, then. It's tiny little chair. Good, then. Lost. Thomas Martin. 117. Ist eigentlich nicht schlecht. Tempo B auf. Ich kaufe mir den mal. Ashen White One. Das wäre theoretisch besser. Welcome.
Welcome home, Ashen One. Speak. Hello. Very well, then take note. Farewell, Ashen One. Ashen One. Well, very well. Then take note. Ich dachte, es bringt wenigstens jetzt noch ein paar Weiß wird. Farewell, mate. So wenig Seele? Okay. Das hätte ich nicht erwartet. Ich freue mich. Ah, I know you. Been some time. I just dropped in to see how she's getting on. Now, what are you playing at with this circus? This cesspool of doddering old folk and degenerates. Couldn't be better. She must fit in perfectly here. This place is a cesspool of doddering old folk and you couldn't hope for better. She must fit in perfectly here. Der Typ wirkt extrem unsympathisch, ist aber auch ziemlich loyal irgendwie. Ist halt ein Ritter, der geschworen hat, sie zu beschützen. Rena, Dame. Was die der Knall hat, nämlich. Also. So, bleibt an ihrer Seite. Es gibt quasi eine Quest mit dir und ihm, deswegen gebe ich ihr auch diese. Schlechten Wundert, Folianten nicht, weil sonst verdirbt sie und das machen wir im nächsten Spiel durchlaufen, würde ich sagen. Hier geht mir erstmal die heiligen Klinge. Heiligen Zauber. Und schauen wir uns. Ich will nicht, ich habe keine Seelen. Das ist ein Anzeichen, ne? Wow! Schnellaufsteher! Autos rot. Den Blutungsschaden auf die Waffe. Kann ich eigentlich nicht. Hätte ich die Waffe sowas spielen? Nee. Schade. Das ist so geschickt, das ist
größer. Hallo. Was tust du? Oh ne, ich dachte, das ist schon mal ein großer Fehler. Steht jemand, den wir kennen? Ist das Andrew? Oh, hello. How very fortunate. Have you seen my companion, Horace? To my shame, I was snared by a trap and we've become separated. I've not been able to find him since. Yes, I see. Horace is a valiant knight. He can look after himself, no question. He's probably searching for me right now, with twice the resolve. And if you happen upon him, please tell him that I remain in the catacombs and will lay prism stones to guide him, as always. Please send him my word, I beg of you. May the flames guide your way. Jeden Fall auf Horister. Ist klar. Aber in welchem Zustand und wo, das kommt noch. Auf das erste wissen wir nicht, wo er ist. Können wir es hier einfach nicht sagen. Jetzt nur den Wassersteine. Das Ruhe. Cooles System. Der eigentliche Weg, das war die Brücke, wo wir angekommen sind. Genau. Da kamen wir her. War der Folgen. Zum einmal erfolgreich im Kreis gelaufen. Ist perfekt. Haben wir mit hier eigentlich alles erkundet. Also im Anfangsbereich. Das war ja auch nicht der Fall. Nur mal zeigen, was es macht. Aufpasst, kann das erheblichen Schaden verursachen. Wie man sich vielleicht vorstellen kann. Und ja. Der Kopf weiß ja auch nicht, wo ich bin. Das ist schon
wollen jetzt hier weitergehen? Wir hören genau hin, was wir wollen. Da kommt nämlich was runtergeholt. Und wieder hochgerollt. Ich würde sagen, ich mache mal ab. Da gibt ja was. So, dann kommt er wieder. Und kommt sogar nochmal wieder hoch. Jetzt. Der sieht ein bisschen anders aus, wir hatten eine Mütze auf. Und der rennt die ganze Zeit weg. Shit. Da. Den muss man nämlich töten. Normalerweise muss er stehen. Der befehligt quasi diesen Ball. Dann ist er nicht kaputt. Kann man noch machen. Natürlich meine Aussage vorhin kommentieren, wir haben alles erkundet. Denn oder von zwei Pfeilen. Okay. Na gut. Können wir nur weitergehen. Und das machen, was wir sonst so machen. Liegt natürlich. Erstes Ding. Voll. Vor allem vorsichtig voll. Ja, hier ist ein Einzel. Schöpfe, die hier so zugestürzt sind. Diese Geister in sich. Da sollte man vielleicht drauf passen. Wir machen Schaden. Sturm auf, glaube ich, zurück. Das sollte man eigentlich vermeiden. Pets! Ist er noch nicht tot.
Punch. Ja gut. Ein perfekter Folgenende. Ein perfektes Folgenende. Zu sprechen ist schwierig. Perfektes Folgenende. Ich weiß gerade gar nicht, ob der Typ mit dem für den mit dem Ball da, mit dem Skelettball wieder da ist. Aber sonst war's das für diesen Part mit Dark Souls 3. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.